Hi, ich bin der Lars von Resulo und ich versuche das Backen mit Sauerteig so einfach wie möglich zu machen. Normalerweise mache ich so Tutorial-Videos und heute will ich mal was anderes probieren. Und zwar verbringe ich relativ viel Zeit damit, auch neue Rezepte zu entwickeln, die eben besonders einfach sind. Und ich habe mir gedacht, vielleicht nehme ich euch einfach mal so im Prozess mit, zeige eben auch, was nicht funktioniert und wie ich so vorgehe, um ein Rezept zu entwickeln. Möglicherweise interessiert es ja den einen oder anderen. Was ich gefunden habe, ist ein Video von Ben Starr. Das kann ich hier mal einblenden oder einen Teil davon. Und was der Ben macht, ist ganz alten Sauerteig nehmen, der also im Kühlschrank komplett überreif geworden ist, und gibt dem Ganzen extrem viel Salz zu. Also über 3%, mit der eigenen Aussage, dass der Teig dann deutlich länger verarbeitet werden kann und auch nicht zu salzig schmecken sollte. Das habe ich noch nie probiert und deswegen will ich das heute mal austesten, um zu schauen, ob das wirklich so gut funktioniert und was so die Unterschiede auch im Geschmack sind. Ja. Los geht's! So, das Rezept sieht vor, dass man ein ganz altes Anstellgut aus dem Kühlschrank nimmt. Ich habe jetzt kein ultra altes Anstellgut gehabt, deswegen habe ich den hier gestern früh angesetzt und der stand seitdem bei Raumtemperatur. Das heißt, der ist jetzt gut 24 Stunden reif, beziehungsweise mittlerweile natürlich überreif. Und genau das Anstellgut werde ich jetzt einfach mal verwenden, um das zu testen, ist aber natürlich nicht ganz 1:1, dadurch, dass es eben nicht, wie in seinem Video beschrieben, wochenlang im Kühlschrank war. Um mal zu gucken, wie sauer bzw. wie überreif die ganze Geschichte hier ist, habe ich mal wieder mein pH-Meter ausgepackt. Also ist frisch kalibriert, man sieht jetzt hier 3,3, das ist natürlich schon ziemlich krass sauer. Eigentlich am unteren Ende, was der Sauerteig erreichen kann. Und ich würde auch hier sagen, dass der, ich sag mal so, ich würde den nicht mehr verwenden für einen Weizensauerteig, ganz einfach, weil ich denke, dass hier die Protolyse relativ schnell passieren wird. Sprich, der Teig wird relativ schnell an Festigkeit verlieren. Aber es ist natürlich schon bequem, so ein altes Anstellgut nehmen zu können, weil man es dann eben nicht mehr auffrischen muss. So, probieren wir das einfach mal aus. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dieser Teig wird angesetzt mit einem ganz hellen Mehl, in seinem Video mit sogar Kuchenmehl. Gut, Kuchenmehl habe ich jetzt nicht zu Hause, aber das bedeutet natürlich, dass das Mehl an sich schon wenig Enzyme hat. Wenn natürlich wenig Enzyme da sind, dann können diese auch nicht beschleunigt werden durch den, die höhere Säure oder den niedrigeren pH, besser gesagt. Und vielleicht funktioniert das Ganze deswegen. Erfahrungsgemäß ist es aber trotzdem ein Problem und deswegen bin ich eben gespannt, ob das jetzt hier klappen wird. So, ich habe das Ganze runterskaliert auf nur 500 Gramm Mehl und deswegen brauche ich jetzt hier auch nur in Anführungszeichen 90 Gramm von meinem alten Anstellgut. Bei alt in dem Sinne ist es nicht, eher überreif. So, ungefähr. Dann hat er ein amerikanisches Mehl und ich eben ein deutsches und deswegen verringere ich auch die Hydration jetzt mal absichtlich ein bisschen. In seinem Video hatten wir so 64%. Ich gehe jetzt mal auf 60% runter und gehe dann eventuell mit dem Wasser nochmal hoch, weil er hat da schon einen relativ festen Teig raus gehabt. Müssen wir mal gucken, wie das sich jetzt mit diesem komplett zersetzten Anstellgut entwickeln wird. Naja, ganz komplett zersetzt ist es noch nicht, aber schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir brauchen 255 Milliliter Wasser. Ich habe das hier jetzt ein bisschen warm gemacht, weil ich natürlich vor allen Dingen testen will, wie lange sich der Peak hält. Das war ja die Aussage, dass das Salz dazu führt, dass der Peak sich länger hält. Und dann habe ich mir jetzt extra jodfreies Salz besorgt, was normalerweise, nicht habe. Ich habe normalerweise Salz eben mit Jod. Und habe jetzt jodfreies Salz geholt, weil das er auch in seinem Video explizit gesagt hat. Und ich ehrlicherweise nicht glaube, dass es im Normalen einen Unterschied macht. Wenn wir jetzt aber so viel Salz hier reinhauen, nämlich 16 Gramm, dann bin ich mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob das Jod nicht vielleicht doch einen Unterschied macht. Und da will ich mich jetzt einfach ans Rezept halten. So, und dann noch 455 Gramm helles Mehl. Wie gesagt, er nimmt Kuchenmehl. Ich nehme jetzt hier ein Biomehl 550. 455 Gramm. Wie gesagt, ich habe also ein anderes Rezept ein bisschen, weil ich runterskaliert habe und weil ich vermute, dass mein Mehl eben ein bisschen weniger Wasser hält. So, er verrührt das jetzt hier einfach fix
und knete das dann auch nur minimalst. Ja, ich fürchte, das war fast schon zu viel Wasser. Woran man eben sieht, was so ein saures Anstellgut bewirkt. Normalerweise wäre das natürlich überhaupt kein Problem. Das Mehl kann so ja, fast 70% Wasser halten, wenn man hier ja, einen normalen Salzgehalt und eine normale Hydration verwendet. Ich habe gerade den Teig probiert, der schmeckt wirklich krass salzig. Gut, das ist natürlich auch zu erwarten, das ist jetzt anderthalb mal so viel Salz wie normal. Und das ist definitiv zu flüssig. Ja, also 4% reicht noch nicht aus an Reduktion. Ich hätte noch weniger Wasser zugeben müssen. Aber gut, so geht's beim Backen. Es kommt oft anders als geplant. Ich habe mal ein Tool geschrieben, mit dem man das jetzt wieder retten kann. Und ich fürchte, das werde ich jetzt anwenden müssen. Wie machen wir das denn jetzt? Okay. Gehen wir mal nochmal drauf. Ich gebe nochmal 50 Gramm Mehl zu vielleicht. Und dann muss ich mich mal kurz an den Rechner setzen und ausrechnen, wie viel Sauerteig ich jetzt nochmal zugeben muss und auch wie viel Salz, damit wir hier aufs gleiche Ergebnis wieder rauskommen. So, ich bin gerade ehrlich froh, dass ich so ein kleines Tool mal geschrieben habe. Jetzt weiß ich, ich muss noch 10 Gramm Anstellgut und 1,7 Gramm Salz zugeben bei den 50 Gramm Mehl, die ich jetzt noch dazu gegeben habe, um auf eine Hydration von 55% zu kommen. Also ich bin nicht sicher, ob ich jemals schon mal einen Teig mit 55% Hydration gemacht habe. Normal versucht man ja immer so hoch wie möglich zu gehen. Insofern echt ein ganz interessanter Ansatz. Aber ich bin sehr gespannt, wie das hier funktionieren wird. 10,5 Gramm. Komm, holen wir nochmal ein bisschen was raus. Heute sind wir mal ganz exakt. Und was habe ich gesagt? 1,6 Gramm Salz noch. 1,7. Das ist immer extrem schwer, finde ich. So genau Salz zu dosieren. So, das muss ungefähr passen. Und jetzt hat es, glaube ich, keinen Wert mehr hier. Großartig muss ich mit der Hand reingehen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen überkompensiert habe, ist das nicht schlimm. Dann kann ich hier nochmal ein paar Tropfen Wasser zugeben. Das werde ich auch tun müssen, glaube ich. Dann rechne ich am Ende aus, wie hoch die Hydration dann wirklich war. Aber Wasser rausnehmen ist halt immer schwierig. Okay, jetzt wissen wir schon mal, es muss zwischen 55 und 60 liegen. Das waren jetzt 5,5 Gramm. Ich denke, das könnte schon reichen. Ist immer wieder erstaunlich, was nur so ein paar Gramm ändern. Hier hat sich natürlich sofort die Haptik geändert. Vorher war es ganz, ganz trocken. Jetzt ist es schon klebrig ein bisschen. Aber wenn ich das richtig sehe, war so es auch im Video. Ja, und so geht das immer bei der Rezeptentwicklung. Es ist immer ein Vor- und Zurück, ein Rumprobieren und natürlich auch immer ein AB-Test. Weil ich kann natürlich, hier sind so viele Parameter, die schief gehen können. Das Mehl verändert sich ein bisschen, das Wasser verändert sich ein bisschen, weiß der Teufel was. Und deswegen mache ich immer zwei Teige, wenn ich ein Rezept entwickle, wo ich nur einen Parameter ändere und dann eben abschätzen kann, wie viel Effekt hat dieser eine Parameter und in diesem Fall eben die Salzzugabe. Ja, der Teig ist fest. Man könnte ihn jetzt natürlich kneten, aber das hat der Ben in seinem Video nicht gemacht, deswegen werde ich das auch nicht machen. Was ich jetzt natürlich merke, ist, dass der Teig hier schon anfängt zu reißen. Was ich auch ein bisschen komisch finde, das könnte jetzt auch am Salz liegen oder eben an der hohen Säuregehalt. Also ich merke auf jeden Fall, ich kenne ja mein Mehl, dass sich das hier doch deutlich anders verhält, als wenn ich ein junges Anstellgut habe und weniger Salz. Ja, der Teig hat eine bisschen komische Konsistenz auf jeden Fall. Man merkt hier auf jeden Fall einen Unterschied. Das kommt wahrscheinlich auf dem Video nicht so richtig rüber, macht aber nichts. Am Endergebnis, denke ich, werden wir schon sehen. Ja, das kann ich also auch vergessen, hier Spannung aufzubauen oder was. Aber jetzt geht es auch erstmal nur darum, dass der Teig geht. Und da war es in dem Video, was ich hier nachmache, so gezeigt, dass man die Schüssel ein bisschen einölt. Naja, die Amis haben ja immer so ein Spray dafür. Da bin ich zu oldschool. Ich habe hier die ganz normale Flasche und muss das dann ein bisschen mit der Hand machen. Aber dass das funktioniert, das wisst ihr natürlich. Den Teig packe ich jetzt hier rein. Und dann war die Ansage, dass es 12 Stunden dauert, bis er sich verdoppelt hat. Und er dann nochmal 12 Stunden lang stehen kann, ohne dass er nochmal zusammenfällt. Und das zweifle ich einfach stark an. Das widerspricht so ein bisschen meiner Erfahrung. Und genau deswegen mache ich auch das Video hier und diesen Test, um das Ganze mal rauszufinden.
So, das decke ich jetzt ab und lass das stehen, lass einen Timer mitlaufen und dann schauen wir mal, wie sich's entwickelt. So, es ist geschmeidige 21 Stunden ungefähr her, seitdem ich den Teig angesetzt habe. Und ja, ich würde sagen, der hat sich mal mindestens verdoppelt. Ich denke, man kann das auch erkennen, dass er mittlerweile ein bisschen Blasen entwickelt hat. Es hat tatsächlich 18 Stunden, würde ich sagen, gedauert, bis ich hier eine ordentliche Volumenzunahme hatte. So, dank des Einölens löst es sich immer noch ganz okay raus und ich denke, man kann auch erkennen, dass der Teig relativ luftig geworden ist. Er ist noch nicht zusammengefallen, was ich recht positiv finde, aber es hat wirklich unverschämt lange gedauert und das, obwohl mein Anstellgut nur 24 Stunden alt war und jetzt nicht uralt in dem Sinne. Ich habe keinen runden Bräter und deswegen werde ich das Ganze oval formen und dann in ovales Gärkörbchen eben auch reinpacken und in Ovalbräter. Ja, einfach ein bisschen grob ausstauben. Und da ich jetzt hier schon so eine flache rechteckige Form habe, werde ich das jetzt ganz einfach zusammenrollen. Ja, der Teig hat jetzt doch eigentlich eine ganz angenehme Konsistenz entwickelt. Ich will den jetzt nicht allzu sehr entgasen, weil ich anzweifle, wie sehr der Teig jetzt noch gehen wird. Aber man sieht schon, dass er hier auch wieder anfängt zu reißen. Also so eine geile Teigstärke hat er jetzt natürlich nicht. Ist ja auch so gut wie nicht geknetet, hat keinen Superstretch oder irgendwas bekommen. Ich mehle das Ganze ein bisschen und dann kommt er hier ins Körbchen. Ich schätze mal so anderthalb Stunden wird der Teig gehen. Vielleicht auch ein bisschen länger. Ich werde ihn ehrlicherweise warm stellen. Ja, wobei, nee, ich habe Zeit. Ich lasse ihn einfach mal bei Raumtemperatur. Wir schauen mal, wie lange es dauert, bis er sich hier weiterentwickelt hat. So, nochmal 2,5 Stunden später. Und damit fast 24 Stunden, nachdem ich den Teig angesetzt habe, geht mir jetzt so langsam die Geduld aus. Der Teig ist nicht besonders stark aufgegangen. Ein bisschen schon. Fühlt sich so, ja, semi-weich an. Aber mir geht jetzt einfach die Zeit aus, deswegen muss ich das backen und noch länger will ich ehrlich gesagt auch nicht warten. Deswegen nehme ich hier den Bräter zur Hand. Im Übrigen verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, warum Leute das eklig finden, wenn der Bräter hier diese Spritzspuren bekommt. Man muss sich überlegen, das ist natürlich genau das gleiche Zeug, mit dem man auch Gusseisenpfannen beispielsweise einbrennt. Hier ist eben nur der Kontrast höher und deswegen sieht man den Unterschied. Natürlich ist das aber genau das gleiche und deswegen finde ich das auch nicht eklig und weigere mich deswegen, das unnötig sauber zu machen. Man muss sich auch überlegen, wenn man das hier mit Edelstahl Wolle sauber kratzt, dass man dann auch die Emaille früher oder später verletzt. Und wenn die natürlich weg ist, dann ist der Topf relativ schnell Müll. Das Rezept sieht jetzt vor, dass man das im kalten Bräter backt, was ich erstaunlich seltsam finde, weil es natürlich sehr viel Energie braucht, dann den Topf aufzuwärmen und es relativ lange dauern wird, bis auch der Boden heiß genug sein wird. Aber wir probieren das jetzt einfach mal aus und schauen, was passiert. Den Trick mit der Schere fand ich eigentlich ganz cool. Ich werde es aber hier trotzdem mit einer Rasierklinge machen. Wie machen wir das heute? Machen wir mal diagonal. So scheint der Teig ja eigentlich ganz schön die Form zu behalten. Und jetzt backen wir das. Und so sieht das Ganze aus. Gar nicht so schlecht, wie ich finde. Und das Schöne, es ist nicht festgebacken. Was man natürlich sagen muss, ist, dass so heftig, wie das hier aufgerissen ist, es höchstwahrscheinlich halt unterfermentiert war. Aber gut, das war auch irgendwo zu sehen. Nur wie gesagt, die Zeit rennt weg, da musste ich jetzt backen. Aber so, doch ganz ordentlich. Das ist vielleicht noch bemerkenswert. Das Brot ist von unten relativ dunkel geworden, weil es ja doch dann relativ lang wahrscheinlich bei einer hohen Temperatur von unten im Ofen war. Das sollte man vielleicht wissen. So, das Brot ist ordentlich abgekühlt und jetzt schneiden wir das Ding einfach mal an. Ja, ich würde sagen, das Krumenbild geht klar. Ich merke, es ist krümeliger, als mir das lieb wäre. Was bei Weizen, würde ich sagen, darauf zurückzuführen ist, dass hier das Glutengerüst schlecht abgebunden ist oder schlecht verbunden ist, besser gesagt. Beziehungsweise, dass hier zu wenig Wasser drin war. Schneiden wir mal ein kleines Stück raus und probieren das Ding.
Also das Salz dominiert halt schon hart. Ich nehme hier fast kein Brotaroma mehr wahr, sondern fast nur noch Salz. Ist jetzt nicht unangenehm salzig und ich kann mir vorstellen, dass mit verschiedenen Brotbelägen das Salz sogar gut rüberkommt. Aber so richtig lecker finde ich es ehrlicherweise nicht. Ja, vor allem, dass die Krume so trocken und bröselig ist. Das finde ich jetzt blöd. Also das Brot ist auf jeden Fall sehr gut ausgekühlt. Daran kann es nicht liegen. Die Krume fühlt sich halt eben auch trocken an. Also, nee, das wird nicht mein Verfahren. Die Idee mit dem Salz finde ich interessant, aber so gefällt mir das nicht. Da muss ich einen anderen Weg finden. Ich bin aktuell auf jeden Fall auf der Suche nach einem Rezept, das für Einsteiger ideal ist. Im Bereich Weizen. Grundsätzlich finde ich, dass die Roggenmischbrote für Anfänger besser geeignet sind. Aber ja, so ein helles Weizenbrot, das Mehl bekommt man eben überall im Vergleich zum Roggenmehl, wo man ja schon ja, in speziellere Supermärkte gehen muss. Also kriegt man nicht im Aldi, sag ich mal so. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie man so ein Einsteiger-Weizenbrot noch besser machen kann. Klar, man könnte das hier essen und für viele Leute ist das sicherlich auch besser als ein gekauftes. Aber das ist optisch zwar ganz schön, aber ich sag mal, vom Geschmack her dann doch so weit weg von einem guten Sauerteig-Weizenbrot, dass sich das für mich nicht rechnen würde. Ja. Wahrscheinlich auch einfach Geschmackssache. Sei es drum.